check that out. Hallo YouTube und der Lacek. Ja, ich mache heute einen Vlog, damit ihr wisst, was in nächster Zeit alles wieder für neue tolle Videos online kommen und was ich in der nächsten Zeit wieder so alles präsentieren werde auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Zeit kamen mir leider nicht so viele Videos online, da ich mit Fossi zusammen an der www.lacek.de Seite gearbeitet habe und die ist jetzt auch zum Glück fast fertig. Sie ist seit ungefähr einer guten Woche released. Und ich finde, die neue Seite ist jetzt sehr übersichtlich geworden und man findet in den Kategorien jetzt auch entsprechend eine gute Übersicht und Videos sind natürlich auch schon eingepflegt, wobei natürlich die alten Videos noch eingepflegt werden müssen und da werden wir uns aber in den nächsten Tagen mit beschäftigen, dass das auf jeden Fall auch noch wieder online kommt auf der neuen Seite. Ja, im Großen und Ganzen finde ich die Seite wirklich sehr schön, also sie ist auch jetzt durch das neue Design sehr hell geworden und dadurch macht sie auch wirklich einen attraktiven Eindruck. Dazu haben wir natürlich auch gleichzeitig uns noch ein YouTube-Design ausgedacht und das auch entsprechend dem Seitendesign von www.lacek.de angepasst, damit das natürlich auch ein bisschen so ein Corporated Design ist in YouTube und man das natürlich auch einfacher finden kann. Ja. Was wir auch natürlich noch gemacht haben zum Thema Facebook, die Leute auf Facebook werden es ja schon gesehen haben, wir machen jetzt ein kleines Facebook-Battle mit den Jungs von Hubert und falls ihr noch nicht Fans von www.lacek.de seid, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ich habe euch alle Links, die wichtig sind, einfach mal unten eingefügt und ja, wir machen jetzt quasi ein Battle, wer schafft es als erstes, die 1000er-Fanmarke zu erreichen. Und ich hoffe, ihr drückt den Like-Button und könnt natürlich dann unsere Fans werden. Und dann hoffen wir, dass wir auf jeden Fall vor Hubert, Light und Sound die 1000er-Marke erreichen werden. Es gibt eine etwas nicht so schöne Nachricht. Der YouTube-Channel von Jonathan aus UK, Elias Skins, wurde leider aufgrund von Copyright-Gründen geschlossen. Ich bitte euch deshalb einmal den neuen YouTube-Kanal von Elias Skins zu abonnieren. Der ist unten in der Description und ich hoffe, dass er weiter mit seinen Videos weitermachen wird und sich nicht irgendwie von YouTube da irgendwie beeinflussen lässt und wir wollen hoffen vielleicht, dass ja vielleicht der alte Kanal doch noch wieder online geht, aber das wird sich halt in den nächsten Tagen zeigen. Ja, in den letzten Tagen ist bei mir auch wieder einiges eingetrudelt, unter anderem, ich hole das einmal hoch, das Ding hier, was so ein bisschen aussieht wie bei Matrix, diese Drohnen, finde ich. Ist ein American DJ Mystics LED. Da werde ich in den nächsten Tagen auch einen Test und Check zu drehen und als Video natürlich dann auch hochladen. Dann habe ich nicht nur das bekommen, sondern habe auch noch diesen hier bekommen. Den American DJ Decker LED. Der werde ich natürlich auch einen Test und Check machen und schreibt mir doch einfach mal unten einen Kommentar, wovon ihr welches Video als erstes sehen wollt, entweder von dem Decker LED oder von dem Mystics. Und dann werde ich entsprechend das mit den Videos priorisieren und entweder das machen oder natürlich das. Aber ich werde natürlich auch beide Videos machen, nur halt welches ihr zuerst sehen wollt, könnt ihr einfach mal unten in die Kommentarbox schreiben. Ja, dann bin ich jetzt auch stolzer Besitzer von der Virtual DJ Pro Version und habe da auch noch ein bisschen mit meinem VMS4 rumgespielt und werde dann in den nächsten Tagen auch nochmal so ein Video machen, wie man das auch in Verbindung mit Mapping und entsprechenden anderen Sachen im Virtual DJ auch noch einstellen kann und da machen wir dann auch nochmal ein kleines Tutorial zu und wie man das auch in Verbindung mit Virtual DJ Pro verwendet und ja. Ja, das war mein kurzer Vlog und denkt noch dran an die Facebook-Seite, da auch auf den Like-Button zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr könnt natürlich eure Kommentare unten schreiben und natürlich den Mag-Ich-Button drücken. Und wie immer am Ende, practice and enjoy! Check that out!